Ja. Anzug Level 3, hatten wir den schon? Ja, ich glaube schon. Moment, nee, den Anzug Level 3 haben wir an, ne? Ja gut, ich werde mal hier die ganzen Halbleiter verkaufen. Zack. Boah, 10.000 der Rubin. Alter, ich bin reich. Ich habe ja schon 50.000. Puh. Dann werde ich mal das Impulsgewehr ablegen, weil es war also nicht so geil, in Safe. Dann die Projektile auch in Safe, ja. Und dann kann ich mir die Laserkanone mal kaufen. Bam! Genau, das große Medipack kannst du übrigens auch lagern. In Safe. Die Einstase-Pack kannst du auch in Safe legen, was haben wir sonst noch? Haben wir zu viel Muni irgendwie? Nö. Nö, das passt. Genau. Weg bitte. Weg. So. So, wo ist das Schätzchen hier, bitte? Nee. Da. So, zeig mal her. Aha. Okay, kann ich da auch die Richtung wechseln? What the fuck? Ja, schieß doch. Ich muss aufladen. Geil. Alter, aber was macht mir ein Monster? Autsch! Stirb! Boah, Alter, aber die Laserkanone ist aber voll fett. Die macht alles platt. I like. I like, definitiv. Was machen hier die Monster? Hey, ich war da so gemütlich am Shoppen. Dann kommt die hier. So, nachladen kann ich natürlich nicht, ich habe keine Muni. Boah, aber die Laserkanone, die ist schon fett, muss ich sagen. Die hat's drauf. So, genau, jetzt sind wir hier wieder beim der Monorail. Das heißt, auf ins nächste Kapitel! Yay! Dum-dum-dum-dum. Kapitel 4, bevorstehende Vernichtung abgeschlossen. Ja, und jetzt kommt die wirkliche Vernichtung, oder wie? Ja, komm, speichern wir halt mal. So, nehmen. Jo, speichern mal. Kapitel 5, tödliche Hingabe. Ja, das klingt nicht viel besser. Wie hat alles mit Tod und Verderben zu tun hier? Ist nicht schön. Ding Dong, bitte alle aussteigen. Boah, hier ist es ja düster. Das ist nochmal ein Shop. Scheiße, oh. Ich kann die kontaminierte Luft bis hierhin riechen. Es verbreitet sich schneller, als ich dachte. Ich versuche es zu isolieren, aber das wird uns nicht viel Zeit bringen. Wir müssen dieses Ding vom Schiff schaffen. Ja, mach einfach. Die Chemikalien, die du brauchst, sind im Chemielabor. Wenn du da bist, werde ich die Tür für dich hacken. Ja gut, danke. Also, wollen wir mal das Beste draus machen, bevor hier das Ganze... Ach, oh, das ist die Puppe wieder. Ich nicht Gottes Plan in den Weg stellen. Die natürliche Ordnung. Sind sie blind wie der Rest? Was? Wer labert hier? Alles in Ordnung? Anscheinend hat jemand die Türschlösser auf diesem Deck neu programmiert. Und zwar erst kürzlich. Wir sind wohl doch nicht allein hier. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes haben. Ja, ich hab schon gemerkt, hier, crazy people in here. Aber das ist die Puppe, hallo! Oh, tut mir leid, das wollte ich nicht. Credit, immer her damit. Okay, hier haben wir irgendwie nicht viel zu machen. Ah, da ist eine Tür. Nochmal einen Shop? Ne, brauchen wir jetzt nicht, oder? Nö. Komm, gehen wir einfach mal weiter. Go, go, Isaac. Mach die Tür auf. Hack die Tür, meine ich. Er hackt sie ja. Haben wir am Anfang Space gesehen. Der macht die Tür nicht auf, er hackt sie. Ach komm, stirb einfach mit deinen scheiß Tentakelviechern hier.
Da ist noch einer. Ja, komm. Komm, du kannst nix, Junge. Siehst ein. Das ist keine Chance. Ripper Clean, danke. Medipack, danke. Kann ich das gleich mal benutzen hier? Dankeschön. Ich hoffe, er benutzt immer das Kleinste. Können wir gleich mal nachschauen. Jupp, er benutzt das Kleinste. Sehr gut. Hier ist ein bisschen dunkel. Will mir nicht so gefallen. Da ist eine Straßenstation, das will mir auch nicht gefallen. Denn immer wenn was gratis rumliegt, braucht man es. Und wenn man damit etwas braucht, dann wird es schwer. Ja, aber voll habe ich. Ja, wie geht nochmal Straße? Ich glaube mit F, oder? F für Straße, macht Sinn, ja. Ich sehe schon. Da bewegt sich was und da drüben ist so ein fetter Idiot. Oh, nö. Hä? Waren wir hier nicht schon mal? Das sieht mir so total bekannt aus. Hier mit dieser Werkbank. Hier waren wir doch schon mal. Ja klar, das ist eine Energiesperre hier, die wir schon mal aktiviert haben. Aber warum haben wir denn das hier zurückgelassen? Aber vielleicht haben wir keinen Platz mehr. Da waren wir schon. Okay. Ich benutze den Toten. Den Toten? Ja, ich benutze den Knoten jetzt trotzdem mal. Ich habe genug Geld, um mir Knoten zu kaufen, also von daher. Also, was mache ich denn? Ich glaube, ich will mal ein bisschen meine Rig aufbessern. Luft. Ja. Und 20 Sekunden verlängern ist schon ordentlich, würde ich meinen. Komm, ich mache einfach mal Luft hier. Dann verrecken wir nicht mehr so schnell. Weil 20 Sekunden sind schon eine ordentliche Anzahl, muss ich jetzt sagen. Das lohnt sich. Und danach gehen wir mal auf Trefferpunkte, würde ich sagen. Aber im Moment, ich könnte mir ein paar Knoten kaufen. Soll ich nochmal zurückgehen? Nee, komm. Machen wir, wenn wir beim Shop wieder sind. So, hier haben wir ein Ding. Oh ne, C war Stase. Okay, dann war F. Chinese. So. Du bist ein fettes Viech. Was willst du? Kann ich dich bitte... Alter, wie eklig. Boah, stirb. Ist er schon tot? Er schreit. Hör auf zu schreien. Er ist tot. Okay, der war gar nicht so heftig. Hauptsache erstmal rum weinen wie ein Mädchen. Ja, da waren wir schon mal. Guck, wir haben hier was eingesetzt. Aber der war noch nicht da. Ja, Energie für Laserkanone 1. Okay. Da können wir nicht durch. Dann gehen wir hier nach oben. So. Dann laden wir doch mal die Energiekanone wieder ein bisschen auf. Genau. Huch, was haben wir denn hier? Ach. Ach, da muss... da muss man doch mit Stase. Geh weg. Da muss man doch mit Stase das. Nicht mit Stase, mit Chinese das Ding hier hin und her schieben, damit wir rüberkommen. Jetzt müssen wir es anhalten. Und das war sehr schlau. Ja. Das hast du toll gemacht, Isaac. Wirklich. Exzellente Arbeit. So, jetzt nochmal bitte. So. Nix für mich. Jetzt noch. Einfach nichts für mich dabei zu haben, das ist ja Verbrechen. Zum Glück hat sie eine Straßenstation. So, so, genau. Wunderbar. In der Nähe der Chemiestation. Sobald du die Chemikalien hast, brauchst du auch eine DNS-Probe des außerirdischen Gewebes. Ich werde die Aufzeichnungen mal diesbezüglich durchsehen. Okay, mach du das. Ach, hier geht's lang. Hallo, gibt's einen guten Kollege? Kann ich dir helfen? Oh, tut mir leid, das war nicht so hilfreich. Okay, hier hat es einen Aufzug. Waren wir hier? Ne, hier waren wir noch nicht, oder? Oh, hier geht's runter. Ne, hier waren wir definitiv noch nicht. Da war die Tür anscheinend versperrt letztes Mal. Ein Audiolog. Persönliches Logbuch von Dr. Charles Mercer. Ich habe jetzt einen lebendigen Probanden für meine Studien. Ich kann es kaum erwarten, meine beliebte Regenerationstheorie zu validieren. Anfangs war es schwierig, ihn ruhig zu stellen. Aber jetzt scheint es ihm gut zu gehen. Er vertraut mir, Dr. Kain. Er hat sein Leben mir anvertraut. Er versteht, welche Rolle er einnimmt. Versteht, was ich tue. Die Stirn wurde desinfiziert und markiert. Und ich versuche jetzt, deinen Körper...
Kanal zu schaffen, durch den ich das Gewebe einführe. Boah, Alter, wie eklig. Dieser Proband hat aber irgendwie nicht so nach Außerirdischer angehört. Hat sich nicht so angehört, so wie der geschrien hat. Aber ich habe da schon Energieknoten gesehen da drüben. Aber auch so hässliche Kreaturen dort, die hier eingesperrt sind. Ich hoffe, die bleiben eingesperrt. Da diese da. So, auf jeden Fall möchte ich gerne den Energieknoten hier mitnehmen. Dankeschön. Und da liegt noch was. Credits. Sehr schön. Den kennen wir noch gar nicht, oder? Was ist das für ein Viech? So riesige Arme. Der. Ach Moment, hat er. Ach, das war. War das der, der geredet hat? Der hat sie irgendwie in die verwandelt oder so? Weil das sieht mir noch ziemlich menschlich aus. Ach, der hat Nekromorphen erschaffen, oder wie? Hoffe nicht. Bitte warten. Mischung okay. Des Antigens beendet. Bitte Hi. Kapsel entnehmen. Das Überleben ist bewundernswert, aber sinnlos. Und doch machen sie weiter. Fast möchte ich glauben, wir hätten Hoffnung, unsere Spezies. Bin ich der Einzige, der sehen kann, dass wir vor langer Zeit ausgestorben sind, es nur noch nicht akzeptieren konnten? Hören Sie auf, herumzulaufen, zu kämpfen. Unsere Zukunft, Ihre Zukunft, die Zukunft unserer sterbenden Rasse endet hier. Gestatten Sie mir, Ihnen die Nachkommen der Menschheit vorzustellen. Die Kinder, die uns ersetzen werden. Unsere größte Schöpfung. Nein. Der ist irgendwie total balabala. Oh nein. Nein. Auf. Wieso tust du das? Okay, der kann nicht viel. So. Was ist mit dem? Geht's dem gut? Hat er sich jetzt gerade wiederbelebt? Willst du mich verarschen? Willst du mir jetzt nicht erzählen, dass der sich wiederbeleben kann? Stirb! Du kannst es nicht töten, Isaac! Es regeneriert sich immer wieder! Verschwinde da bloß! Okay, ja, wo muss ich denn durch? Ich hätte, nee, hier. Oder muss ich hier durch? Ja, okay. Nee. Türen kann es doch hoffentlich nicht öffnen, oder? Ich bleib mal schön da. So. Laut nach, Isaac. Muss ich durch? Hab ich keine Muni mehr? Ich habe keine Muni mehr. Scheiße. Waffe wechseln. Nee, nicht die Kanone. Bitte den da. Alter! Toll. Tut mir leid, Hammond, ich konnte dir gerade nicht zuhören, weil ich war ein bisschen abgelenkt von den Viechern, die hier rumlaufen. Diese Pimmelviecher. Boah. Okay, aber jetzt weiß ich, dass dort so solche hässlichen Dinger sind. Die muss ich vorher ein bisschen abknallen. So, kannst du mir gleich nochmal erzählen, Hammond. Da muss ich durch, okay. Wo bin ich jetzt bei dem Speicherpunkt? Ach, hier bin ich. Okay. Ist da jemand? Wiederhole, Isaac, komm! Ach, verdammt, die sind hier. Komm, boah, Alter, willst du mich verarschen? Sieht übel aus hier unten. Kann kaum atmen. Dieser organische Stoff fliegt überall. Mal aufhören. Die hier Dinge. Okay, jetzt habe ich mega viel Medipacks verbraucht. Ja, ich habe noch zwei. Schön. Danke, ihr hässlichen Viecher. Aber der Ripper ist ganz gut, weil der kann alle vernichten. Da. Habe ich das gehört? Ich weiß nicht. Werkbank? Nee, habe ich ja nichts.
Ich hörte doch da was. Irgendwas watschelt hier rum. Egal. Oh, hier ist was. War das der? Ich konnte ihn nicht so erkennen. Also wenn der auch durch die Lüftungsschächte krabbelt, dann ist das nicht so vorteilhaft. Komm, lad mal auf. Ach stimmt, ich kann ja auch Stars auf Gegner einsetzen. Muss ich auch mal machen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Renn, Isaac. Geh schnell da durch. Ich muss jetzt eine DNS-Probe der Wucherung finden. Laut den Laborberichten wird eine inaktive Probe auf der Intensivstation gelagert. Ein Dr. Mercer hat offenbar damit experimentiert. Ich versuche die ganze Zeit schon Hammond anzufunken, bekomme aber nur Rauschen. Isaac, du musst dich beeilen. Ich hab ein bisschen Schiss, weil der da hier die ganze Zeit rumschreit. Bin ich hier sicher oder nicht? Ich meine, hier ist ja der Speicher- und Shopraum. Da muss ich doch sicher sein. Bitte, komm einfach nicht runter. Tu mir den Gefallen. Okay. Alter, bin ich gerade angespannt. Ich muss ein paar Medipacks mitnehmen. Hier, Mittel. Mitnehmen. Gott. Hör auf. Kann ich was kaufen? Was kann ich kaufen? Genau, ein paar Knötchen kann ich hier kaufen. Wo haben wir die? Da, Energieknoten. Kaufen wir mal zwei Stück. Da haben wir immer noch 23.000. Passt. Gut. Boah, was macht der für ein Lärm hier? Hör auf. So, da müssen wir lang. Aber, meine lieben Freunde, bevor wir uns diesem grässlichen Viech darstellen, das er erschaffen hat, dieser eine Typ da, dieser Verrückte, der meint, die Menschheit sei längst verloren, bevor wir uns diesem Viech stellen, mache ich erstmal eine Aufnahmepause. Denn das Viech hat, das ist zu viel, Gott, boah, das kann ich sterben und das verfolgt mich anscheinend hier. Ja, genau dich meine. Ich muss gar nicht so leer machen. Ich weiß, dass du da bist. Wenn er jetzt hier runtergesprungen kommt. Weiß. Boah. Ja, ist ja gut. Hier bin ich anscheinend in einer sicheren Zone. Gut zu wissen. Ja, also. Dann bis zum nächsten Mal bei Dead Space. Jetzt kommt das Ganze erst so richtig in Fahrt. Ja, bis dahin. Tschö. Macht's gut, Leute.